Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder soweit, die Odin-Runen-Rätsel gehen wieder los. Letzte Woche wurden 3 neue Odin-Runen gefunden und zwar in Irland. Die Fundorte werden wir uns heute anschauen und einen Eintrag, der vermutlich eine Quest beschreibt aus diesen Odin-Runen. Dementsprechend bleibt dafür auf jeden Fall hier am Start. Ich würde sagen, das Odin-Runen-Rätsel ist mit das größte Rätsel, was wir jemals in Assassin's Creed Valhalla gesehen haben. Davor war es das Rätsel rund um die Collector's Edition, rund um den ISO-Bogen. Und ich fasse das ganz kurz nochmal zusammen für euch. Also, es wurden seit Anfang 2021 insgesamt 6 Runen in der Welt von England gefunden. Ausschließlich England, nicht Norwegen, nicht Winland. Und das sind Zeichnungen, wie ihr hier seht. Zum einen wird diese Rune auch als Odins Rune der Täuschung bezeichnet oder als Camouflage-Rune oder als Odins Rune der Illusion bezeichnet. Habt ihr noch ein paar weitere Bezeichnungen? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Und diese Rune wurde gefunden. Niemand wusste wirklich, was man damit macht. Niemand wusste, was es dort gibt, ob es eine Quest gibt, ob man irgendwelche Symbole finden muss oder ob man irgendwas, ein Item finden musste. Keiner wusste es. 3 Fakten sind aber auf jeden Fall bekannt. Der erste Fakt zu den Runen ist, dass sich hinter jeder Rune eine Höhle befindet. Eine können wir offensichtlich ja betreten. Das ist die ganz im Süden an der Küste. Und die anderen können wir nicht betreten, zumindest nicht ganz. Man kann den Fotomodus nutzen, um zwischen den Felsspalten sich zu schleichen mit der Kamera, wenn das funktioniert. Oder man glitscht einfach über diesen Angler-Glitch in die Wand rein und ist dann in der Höhle drin. Und die sehen alle ziemlich identisch aus von der Form oder von der Geometrie. Vor diesem Video wurden insgesamt 6 Runen in Englerland gefunden, weder in Norwegen noch in Winland. Bisher ist da auch noch nichts bekannt. Und ein weiterer Fakt ist, die Runen befinden sich ausschließlich auf Felswänden. Das heißt also weder auf Gras noch auf dem Wasser oder unter Wasser. Und jede Rune hat so eine leicht bläuliche Färbung. David McDavid war der führende Kopf der Story-Abteilung von Assassin's Creed in general, also im Allgemeinen, und zwar in den letzten 10 Jahren. Und er hatte mal auf einen Tweet geantwortet, den habe ich jetzt leider nicht mehr, aber auf jeden Fall hat er darauf geantwortet, zu der Frage, ob da noch was kommt mit den Runen, dass da noch was kommt. Da kommt noch was mit den Runen, wir müssen uns aber noch gedulden und es ist jetzt noch nicht bereit. Das sind auf jeden Fall die 3 Fakten, ja, die Höhlen, der Runenzustand an sich und die Information von Darby McDavid. Und jetzt, Leute, kommen wir zu den Runen, die in Irland gefunden wurden. Hier geht erstmal ein großes Shoutout an Darkstriders, denn seine Community hat ihm dabei geholfen und auch die Community von JoeRaptor im Discord hat dabei geholfen, die Runen zu finden und das Ganze aufzudecken. Und diese 3 Runen schauen wir uns jetzt an. Wenn euch aber diese Art von Video gefällt, wenn euch diese Rätselvideos interessieren, wenn ihr die feiert, dann würde ich mich über einen Dränger-Daumen nach oben auf jeden Fall sehr freuen. Aber legen wir los mit der ersten Rune. Die erste Rune ist in Connachta, ganz im Norden, bei dem Handelsposten am Leibshafen. Dort einfach hin teleportieren, am besten zum Schnellreisepunkt am Wasser. Und dann geht ihr einfach rechts die Klippe entlang an den Skeletten vorbei. Und dann seht ihr auch schon an der Markierung, die ich euch gezeigt habe im Video, wo die Rune ist. Ein bisschen versteckt, man erkennt sie nicht wirklich. Also aus der Luft sehr, sehr schwer zu erkennen. Die Texturen sind also ein bisschen verschoben, so wirkt es zumindest. Und da habt ihr die erste Rune. Die zweite Rune Irlands befindet sich in Mide und da müsst ihr einfach zum Schnellreisepunkt am Wasser reisen, der in der Nähe der Festung des Dorfes, ich weiß es gar nicht, Nokfreok, ich kann es nicht aussprechen, ihr seht es aber hier auf der Karte, dort müsst ihr hinreisen und dann geht ihr einfach vom Steg aus direkt nach links, biegt ihr ab, bleibt am Strand am Wasser, lauft an der Klippe entlang und dann seht ihr irgendwann einen Ort, wo ein paar Pflanzen herunterhängen und davor befindet sich die Rune, hier auch auf der Markierung nochmal gezeigt, ein bisschen weiter nördlich vom Schnellreisepunkt. Und die dritte Rune, na, wer hätte es gedacht, die befindet sich in Uleit. Ihr müsst zum Handelsposten an die Seeart reisen und etwas weiter südlich davon, dem Berg hinunter, befindet sich dann die dritte Rune. Ich würde es eher so beschreiben, ihr habt dort ja 2 Punkte. Zum einen die Festung Eilich und dort führt ein Weg Richtung Westen entlang zum Loch Lesgeg. Und wenn ihr diesem Weg folgt, in der Mitte davon befindet sich die Rune an einer Felswand, hier auch nochmal markiert. Dort gibt es auch wieder eine Stelle, wo ein paar Pflanzen herunterhängen und da
ist dann tatsächlich die Rune zu finden, die neunte bzw. die dritte Rune in Irland. 9 Runen sind es insgesamt, doch meint ihr, es würde mehr geben? Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, denn ich sage tatsächlich, das waren alle Runen, ja. Die 9 Welten in der nordischen Mythologie sind die Limitierung, die Grenze, das heißt, mehr würde irgendwie keinen Sinn ergeben, finde ich. Doch am Ende des Tages wird uns Ubisoft da wahrscheinlich überraschen. Doch jetzt kommen wir zur vermuteten Questline. Wir können also davon ausgehen, wenn jetzt schon die Quests im Spiel eingebaut sind, ja, in der Programmierung, dass der Release dieser Odin-Quest, wenn es eine geben sollte, nicht weit sein kann. Ich vermute tatsächlich, dass das Ganze, naja, mit dem nächsten Update bzw. mit den Mastery Challenges kommen wird. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was wir da bekommen. Aber jetzt erstmal zu der Questline. Denn der YouTuber Darkstriders hat in seinem Video einen YouTuber benannt. Steps hat er, glaube ich, gesagt. Ich habe ihn versucht zu finden, habe es aber nicht gefunden. Er hat auch keine Verlinkung in seinem Video leider gehabt. Und wenn ihr den findet, schickt mir gerne unter den Kommentaren seinen Namen. Und er hat etwas entdeckt. Achso, das Video von Darkstriders habe ich aber natürlich in meiner Beschreibung. Und ab Minute 3:50 seht ihr auch den Teil, wo er über die Sequenz redet. Ich übersetze ganz kurz für euch. Die Konversation geht also wie folgt. Genau, jetzt nimm es und halt es in die Luft. Okay, jetzt gib es mir. Es ist das Auge von Odin. Es wird uns den nächsten Ort zeigen. Das brauche ich. Er wird uns zur Krypta von Odin bringen. Das sind 4 Zeilen, die schon einiges aussagen. Zum einen werden wir wahrscheinlich ein Item haben, das Auge von Odin. Zweitens, wir brauchen das, um den Weg zu finden. Vielleicht haben wir dann eine andere Sicht. Ich weiß es nicht. Und die letzte Line ist sehr interessant. Das brauchte ich. Er wird uns zur Krypta von Odin bringen. Super interessant, denn was könnte das sein? Wir werden also höchstwahrscheinlich die Odin-Runen abklappern, in einer gewissen Reihenfolge vielleicht. Wir werden am Ende vielleicht auf das Grab von Odin treffen, das Grab von Eivor. Wird es also Nordwege sein vielleicht oder von Odin himself, aber das kann ja gar nicht sein, weil der lebt ja schon in Eivor weiter. Was könnte es also sein? Was ist eure Meinung? Ich sage ganz klar, es könnte entweder ein Isu-Grab sein, also ein Isu-Ort, oder es wird eine ganz normale, stinknormale Höhle, beziehungsweise die Höhle im Süden, die schon auf ist, wird die letzte Höhle sein. Was natürlich episch wäre, denn man muss sich 2 Fragen stellen. Was bedeutet das? Wo geht es hin? Und was bekommen wir dort? Und was wir dort bekommen, wäre halt nice, nämlich eine Robe von Odin oder eine fette Isu-Rüstung. Das wäre wirklich, wirklich nice. Oder auch noch 2 Raben dazu. Das wäre noch geiler. Das wäre auf jeden Fall sehr episch. Und was auch episch wäre, wäre das Geräusch der Glocke. Wenn ihr das Abo hier schon da gelassen habt, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Eure Meinung interessiert mich jetzt. Was meint ihr? Wo wird das Ganze hinführen? Wird es eine Quest sein oder ist es eigentlich nur Fake und wir brauchen nur das Item? Oder wir müssen irgendwelche Symbole abklappern? Oder. Lasst es mich da auf jeden Fall wissen hier in den Kommentaren. Lasst uns da austauschen und eine gemeinsame Lösung finden. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, meine Freunde. Bis dahin, euer Pascal. Tschö mit Ö und ciao mit V.